Stop the profit maximization! Stop the profit maximization and speculation! Ich habe eine Tochter, die ist 20 und die sagt, wow, Papa, bei euch ist es aber schön wild zugegangen damals und so, was man da alles so hört und so weiter. Und da sage ich dann zu ihr, ja, schon eigentlich. Das war in Linz schon irgendwie irre einfach, dass dauernd so wild alles zugegangen ist. Es gibt immer, ich sage mal 10% von Jungen, von Menschen, die sich einfach nicht anpassen wollen oder können. Ich glaube, in jeder Stadt gibt es zu jeder Zeit Leute, die gute Ideen haben und die auch die Mittel finden, diese Ideen umzusetzen. Ich wollte immer Künstler werden aus dem Grund, weil ich nicht aufstehen wollte. Freiraum hat sich das damals genannt. Freiraum. Da hat keiner aufpassen müssen, dass es ein Bierflaschen geflogen und alles zugegangen hat. Du hast einfach du sein können. Ja? Es gibt so Sachen, die kann ich machen. Es gibt so Leute, die sehe ich heute. Alles hinlegen auf den großen Auftritt am Wochenende, ja, wo ich dann aus meinem kleinen, limitierten Leben aussteige und dann von mir weg bin, erzählen.